So, dieses Mal soll es um Korrespondenzanalyse mit BASP bzw. WinBASP gehen. Das ist quasi der Großvater der Korrespondenzanalyseprogramme, zumindest im Rahmen der Archäologie. Dementsprechend wird das System auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Der letzte Stand ist hier auf der Uni Köln-Seite herunterzuladen unter dieser Adresse. Und was hier wichtig vermerkt ist, ist, dass WinBASP, da es nicht mehr weiterentwickelt wird, auch nicht auf 64-Bit-Systemen läuft. Also entweder muss man sich eine virtuelle Box bereithalten, in der man ein 32-Bit-System aufsetzt, oder einen alten Computer parat halten oder sich auf andere Art und Weise behelfen. Wie gesagt, es ist frei runterzuladen, hier als Installationsdatei. Was wir auch jetzt einfach tun werden, diese Datei herunterladen. Und ich hatte das schon getan, deswegen haben wir jetzt hier zwei Instanzen. Nehmen wir den, starten die Installation, werden durch einen netten Wizard geführt, in dem wir verschiedene Dinge bestätigen, unter anderem unseren Namen, den Ordner, wo es hingespeichert werden soll. Man sollte das dabei belassen, da BASP als relativ altes Programm Probleme hat mit allen Dateinamen und Ordnernamen, die über 8 Zeichen lang sind. Also belassen wir es unter C WinBASP, lassen einen Programmordner anlegen und die Installation durchlaufen. Bestätigen nochmal, dass die Berechtigungen gesetzt werden sollen. Gut. Damit ist WinBASP installiert und wir können es hier neu finden. Und auch aufgrund dessen, dass es ein etwas älteres Programm ist, ist es eigentlich eine Kollektion von verschiedenen Teilprogrammen. Wir haben ein Teilprogramm für die Dateneingabe, eine für die tatsächlich eigentlichen Analysen und ein weiteres Programm, um die Daten dann darzustellen. Man kann sie auch teilweise im 3D-Raum darstellen. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten in BASP außer der Korrespondenzanalyse, aber wir wollen uns darauf beschränken. Ich starte als erstes einmal das Eingabeprogramm und Daten in BASP, WinBASP hineinzubekommen, ist eigentlich der schwierigste Teil. Da als Importmöglichkeiten uns eigentlich nur DBase zur Verfügung steht, was gerade noch so von mehr oder weniger aktuellen Programmen unterstützt wird, das DBase-Format. Ich nehme wieder meinen Testdatensatz, den ich in Excel öffne, und wir müssen diesen Datensatz noch etwas weiter vorbereiten, um ihn in BASP auswerten zu können. Zum einen habe ich hier hinten ja meine Zeitstufen als Klassifikationsmöglichkeit, die können wir auch in WinBASP benutzen. Hier müssen wir noch die fehlenden Nullen ersetzen. Das hatten wir bei der Überarbeiten, Datenbereinigen in dem Tutorial ja schon dargestellt, dass wir nach leeren Feldern suchen, diese durch Null ersetzen. Alle suchen, alle ersetzen, schließen. Und jetzt haben wir hinten die Nullen eingetragen. Zusätzlich haben wir unsere Namen der Fundstellen. Diese Spalte benennen wir einfach mal mit Label. Die genaue Benennung ist irrelevant, aber wir brauchen hier auf jeden Fall irgendeine Spaltenbenennung. Und wir brauchen eine zweite Spalte, denn da BASP vor allen Dingen mit 8 Zeichen langen Benennungen arbeitet, aus DOS-Zeiten, können diese langen Namen, zumal mit Sonderzeichen, dort nicht verarbeitet werden. Wir brauchen also eine zweite Spalte Name, die auf maximal 8 Zeichen beschränkt ist. Das Einfachste ist jetzt, dass man hier zum Beispiel Fund 1 für den ersten vergibt und mit der Excel-eigenen Funktion das hier runterzieht, sodass wir unsere einzelnen Fundstellen durchnummeriert haben. Das ist vielleicht nachher in der Auswertung etwas suboptimal, würde aber erst einmal ausreichen, oder man kürzt
die Namen ein auf 8 Zeichen und entfernt alle Sonderzeichen, worunter auch zum Beispiel skandinavische Buchstaben fallen. Das habe ich schon mal vorbereitet. Moment. Mehr oder weniger. Fast geklappt, ist aber im Zweifelsfall von Hand zu machen. So, hier ist noch ein unangenehmes Sonderzeichen mit reingekommen. Gut, damit haben wir den Datensatz soweit zuerst einmal vorbereitet, um in BASP reinzuholen. Dann müssen wir diesen Datensatz noch als DBIS-Datei abspeichern und dabei müssen wir darauf achten, dass die Feldbreiten eingehalten werden. WinBASP erwartet bestimmte Informationen in bestimmten Feldbreiten. Das können wir in alten Excel-Versionen, wie ich es hier habe, relativ angenehm machen, indem wir hier die Spaltenbreite festlegen. Die Namensspalte darf nur 8 Zeichen breit sein. Das können wir hier als Spaltenbreite angeben. Die Labelspalte darf bis zu 40 Spalten 40 Zeichen breit sein. Alle anderen Spalten dürfen maximal 8 Zeichen breit sein. Damit sind die Spaltenbreiten in einer alten Excel-Version, wären sie damit festgelegt, wie es hier der Fall ist. Und wir speichern die Datei jetzt ab als DBase-Datei. DBase-Datei abspeichern und ja. Jetzt könnten wir diese Datei importieren in WinBASP. Hier über DBase Import DBase. Eine Sache, die ich jetzt noch vielleicht gegebenenfalls falsch gemacht habe, bei mir liegt das extern auf einem weit entfernten Laufwerk. Ich kopiere mir diese Datei. Gehe zu C in das WinBASP-Verzeichnis zu Daten. Hier sind einige Testdatensätze bereits vorhanden, mit denen man herumspielen kann und schiebe meine DBase-Datei jetzt dort hinein. Zweiter Versuch. Import DBase-Daten. Und hier sind unsere Graben. Und da sieht man diese Beschränkungen von WinBASP auf die 8 Zeichen, die sich ja auf die Dateinamen beziehen. Import. Und jetzt bekomme ich mein Importfenster, wo ich einzelne Informationen zuordnen und auswählen kann und muss. Zuerst werde ich gefragt, wo mein Namensfeld ist. Das ist hier unser 8 Character Zeichen breites Feld Name. Mit einem Doppelklick lege ich das fest. Als nächstes werden wir gefragt, wo unser Labels Feld ist, also der Langname. Den hatten wir ja auch festgelegt. Dann wird ein Attributfeld abgefragt. Das ist bei mir diese Zeiteinteilung, die ich hier mit Doppelklick festlege. Dann werde ich nach einem Gewichtungsfeld gefragt. Das haben wir nicht. Daher klicke ich einfach mit rechts mit der Maus in dieses Fenster. Und es wird übersprungen. Das gleiche trifft für die Koordinaten zu. Die haben wir ja auch nicht. Also mit Rechtsklick. Und jetzt werden wir nach der ersten Inzidenz, nach dem ersten Datenfeld gefragt. Das lege ich hiermit fest. Jetzt können wir entweder diesen Schritt für weitere Inzidenzfelder durchführen oder wir wählen einfach Select All aus. Damit werden alle anderen Felder als Inzidenzfelder festgelegt und wir können auf Import klicken. Und unser Datensatz ist hiermit hereingeholt. Wenn man jetzt ein neueres Excel hat, dann gibt es unter Umständen Probleme mit dem DBase-Export. Teilweise geht es gar nicht. Da muss man sich dann mit OpenOffice oder LibreOffice behelfen, bei dem man eine DBF-Datei erzeugen kann. Zusätzlich hat man den angenehmen Fakt, dass hier in den Tabellenköpfen nicht nur der Name angegeben ist der entsprechenden Spalte, sondern auch um welche Art Spalte es sich handelt, also C oder N. Und wie lang diese Spalte ist und dementsprechend kann man diese Informationen hier in OpenOffice eintragen, verändern. Wir könnten diese Spalte jetzt 10 Zeichen lang machen
oder 8. 8 brauchen wir. Und beim Abspeichern der DBIS-Datei wird dann auch hier die entsprechende Spaltenbreite gesetzt. Das gleiche trifft dann für diese einzelnen Felder zu. Also wir haben hier die Wahl zwischen C für Charakterfeld und N für numerisches Feld. Das sind die beiden Werte, die man entsprechend festlegen muss. Für die einzelnen Variablen sollte es N sein. Für Label Character sollte es C sein. Gut, zurück zu BASP. Was wir jetzt hier haben, ist eine Anzeige unserer Fundstellen, eine Anzeige unserer Typen. Und wenn wir hier eine Fundstelle auswählen, sehen wir, welche Typen oder Variablen dort belegt sind. Umgekehrt können wir hier umschalten. Momentan ist das Ganze auf Units zentriert. Wenn ich jetzt hier umschalte, sehe ich, wenn ich das hier auswähle, an welchen Fundstellen diese entsprechende Eigenschaft belegt ist. Man kann hier Daten auch direkt eingeben bzw. weiterverarbeiten. Für tiefergehende Informationen möchte ich verweisen auf das hervorragende Skript von Jutta Kneisel, das auf dieser Seite der Uni Kiel heruntergeladen werden kann und mich nicht weiter in diese Aspekte vertiefen, sondern jetzt davon ausgehen, dass wir mit diesem Datensatz so arbeiten können und ihn dann dementsprechend in der Korrespondenzanalyse verwenden. Ein Schritt, der jetzt noch nötig ist, um BASP diesen Datensatz für die Analyse, für die Korrespondenzanalyse freizugeben, ist zu überprüfen, diesen Datensatz zu checken, mit Hilfe dieses Häkchens oder des Menüpunkts Check, Go, bei dem Daten aus diesem eigentlichen Datensatz in die Analyse einbezogen oder ausgeschlossen werden können. Zum Beispiel darüber, ob Minimumtypen 2 vorhanden sind. Man kann ja auch höhere Werte auswählen. Oder Minimum Units bei, also Minimum Fundstellen in den entsprechenden Typen belegt sind. Auch hier kann man das Ganze erhöhen, die Zahl, dass man mehrere Minimumbelegungen hat. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, Iterative Removal anzuklicken, auszuwählen. Das bedeutet, dass zuerst überprüft wird, ob bei beiden jeweils 2 vorhanden sind. Wenn das teilweise nicht der Fall ist, werden diese entfernt. Wenn Iterative Removal angewählt ist, dann vollzieht sich dieser Vorgang wieder und wieder, solange bis wirklich bei allen 2 und 2 vorhanden sind. Wenn das nicht ausgewählt wird, wird dieser Vorgang noch einmal durchgeführt. Okay, wir vollziehen diesen Schritt. Der ist zwingend nötig, auch wenn bei unserem Datensatz das bereits abgeklärt ist. Wir kriegen eine Meldung, entweder welche Units zurückgewiesen worden sind, ausgeschlossen worden sind oder in diesem Fall, dass keine ausgeschlossen worden sind, bestätigen. Jetzt wird ein gecheckter Datensatz erstellt, der abgespeichert werden muss in einer Datei, um diese dann nachher weiter zu bearbeiten in den Analysen, auch das bestätigen. Und jetzt werden wir nach einem Dateinamen gefragt. Wiederum sind wir auf 8 Zeichen beschränkt. Und wir befinden uns momentan im WinBASP-Verzeichnis im Unterordner Data. Das ist auch eine ganz gute Stelle, um seine Sachen dort abzulegen. Ich bestätige das Ganze mal. Letzter Schritt. Wir werden gefragt, ob wir es mit einer Präsenz-Absenz-Matrix oder mit einer Zähl-Matrix zu tun haben. In diesem Fall ist es eine Präsenz-Absenz-Matrix. Wir müssen noch einen Namen angeben für die Datei. Ich nenne sie mal Grabenwerke. Einen sozusagen Textnamen, der nicht der Dateiname ist, der aber in der Analyse mit verwendet wird. Okay. Und das Speichern ist abgeschlossen. Damit sind unsere Aufgaben für Entry jetzt hier erst einmal erfüllt. Und wir können den zweiten Schritt im Analyseprozess vollziehen. Das ist unter Tools hier zu finden im BASP-Hauptverzeichnis. Wir wollen eine Korrespondenzanalyse damit machen. Beim Klick erscheint ein neues Fenster mit diesem WinBASP Tools Unterprogramm. Wie gesagt, wir wollen zuerst einmal die Datei öffnen, die wir analysieren wollen. Und das ist die wir gerade, diese ECK-Datei, die gecheckte Datei, Entry Checked ist die Abkürzung, mit der wollen wir weiterarbeiten, auswählen, öffnen. Und jetzt eine Korrespondenzanalyse durchführen. Entweder Klick auf C-Analysis hier oben oder dieses Symbol hier.
wiederum auswählen, was wir analysieren wollen, und wir bekommen ein Optionenfenster für die Korrespondenzanalyse. Man kann mit WinBSP auch eine Detrended Korrespondenzanalyse oder eine PCA, eine Hauptkomponentenanalyse, durchführen. Wir beschränken uns jetzt auf die Korrespondenzanalyse, die symmetrisch dargestellt werden soll. Wenn man Probleme mit einzelnen Punkten hat, kann man hier auch jederzeit auf die Hilfe klicken und bekommt eine Hilfe angezeigt. Wenn man sich zum Beispiel unsicher ist, was symmetrisch ist, kann man diese Sachen hier nachschlagen. In diesem Fall wollen wir symmetrisch Fundstellen und Typen miteinander in Beziehung setzen in der Korrespondenzanalyse. Deswegen bleibt das angehakt. Wir können hier auswählen, wie viele Komponenten bzw. wie viele Dimensionen wir bekommen wollen. Wenn ich das WinBSP arbeitet mit einem iterativen Prozess, also nicht mit einer Singulärwertzerlegung, wie wir sie in dem Theorieteil gesehen haben. Wir können uns zusätzlich noch diagnostische Elemente ausgeben lassen, das ist durchaus interessant. Und wir können auswählen, wie unsere diagnostischen Farben aussehen sollen, wenn wir gute, normale, hohe oder schlechte Qualität bekommen wollen. Aber das sind Feinheiten. Lassen wir das einfach mal laufen, die Korrespondenzanalyse, die wir jetzt ausgewählt haben. Wiederum wird eine neue Datei erzeugt, dieses Mal mit der Endung ORW. Das bestätigen wir. Auch diese wird jetzt im WinBSP-Datenunterverzeichnis abgespeichert. Und die Korrespondenzanalyse ist erfolgt. Wir sehen unsere zwei Komponenten, unsere zwei Dimensionen, die wir vorher ausgewählt haben, die zusammen wieder eine kumulative Inertia von 35,6 haben, wie bei allen anderen Versuchen bisher auch. Wir sehen auch hier die Inertia-Anteile. Wenn wir auf Diagnostik klicken, sollten wir eigentlich eine diagnostische Anzeige bekommen. Das klappt bei mir nicht mehr. Das liegt vielleicht an der Windows-Version. Seitdem wie es sei, eigentlich sollten dort weiterführende Informationen dann angezeigt werden. Wenn wir jetzt, also die Analyse ist jetzt durchgeführt und wir wollen sie natürlich noch visualisieren, dafür gibt es wiederum ein weiteres Unterprogramm, dieses Display-Unterprogramm, um sie als Grafik anzuzeigen. Auswahl dessen, wir bekommen ein neues Fenster, wo wir unter File Analysis unseren eben produzierten ORW-Datensatz auswählen und das Ergebnis der Korrespondenzanalyse angezeigt bekommen. Einmal ein bisschen was zu den Möglichkeiten hier. Also einerseits sehen wir hier unterschiedliche Färbungen, die beruhen darauf, dass ich am Anfang diesen Attributdatensatz mit den Zeitstellungen mitgegeben habe. Wir haben also hier unsere Zeitstellung 1, wir haben hier unsere Zeitstellung 2, angezeigt mit dem hellblauen und diejenigen, für die keine Zeitstellung angegeben sind, mit dem dunkelblauen. Diese Attributierung kann man auch in Entry separat vornehmen. Wir haben hier einige Daten, die etwas aus dem Rahmen fallen. Das ist bei diesem Datensatz noch relativ harmlos, aber diese kann man über die Outlier-Funktion ausschließen, um eine Analyse des Kernbereiches vorzunehmen, ohne mögliche Outlier. Wieder ein Klick auf Outlier und sie werden wieder dargestellt. Momentan sind es ja nur Punkte. Wenn wir wissen wollen, was sich hinter unseren Punkten versteckt, können wir die Namen anstellen. Und dort sehen wir dann die Namen. Das ist das achtstellige Namensfeld. Wir können wechseln zwischen der Anzeige von nur Units, nur den Fundstellen, zu nur den Typen oder beides gleichzeitig über dieses UTB-Feld. Wir können auswählen, welche Komponenten, also welche Korrespondenzanalyse-Dimensionen wir angezeigt bekommen wollen. Wir haben uns jetzt hier nur zwei berechnen lassen, deswegen haben wir auch nur die Möglichkeit, zwischen den ersten und den zweiten anzuzeigen. Wir können außerdem X und Y vertauschen oder spiegeln über die X-Achse oder spiegeln über die Y-Achse, um die Darstellung entsprechend zu drehen. Das ist bei einer Korrespondenzanalyse erlaubt, dass man
die Koordinaten sozusagen dreht, da diese nicht festgelegt sind, sondern zufällig im Prozess entstehen, die Minus- und Pluswerte der Koordinaten. Wir können außerdem noch verschiedene Einstellungen vornehmen über Setup, wie zum Beispiel die Attribute dargestellt werden sollen. 0 war kein Wert bei unserer Zeit, 1 war der eine Typ, 2 war der andere Typ. Wir können hier ein anderes Symbol, andere Farbe auswählen, wenn wir das möchten. Weiterhin können wir Einstellungen über den Bildschirm vornehmen, die Schriftart und Druckereinstellungen, die allerdings in Teilen schwierig noch funktionieren in einem neuen Windows. Das klappt teilweise nicht mehr, dass zum Beispiel die Drucker direkt angesprochen werden. Wir können uns in einen bestimmten Datenbereich hineinzoomen über die Zoom-Funktion. Wenn man dort drauf klickt, bekommt man diesen Kasten. Mit links kann man einzoomen, mit rechts kann man auszoomen. Mit der gerückten Steuerungstaste führt man und Linksklick führt man den Zoom aus. Mit Endzoom kommt man wieder aus dem Zoom-Modus heraus und sieht wieder den ganzen Bereich. Wir können auch noch Änderungen vornehmen, Änderungen in der Darstellung. Entweder, dass wir die normalen Attribute sehen, das sind die Zeitattribute, die ich beim Eingeben mit zugepackt habe. Wir können uns diagnostische Attribute ansehen, das ist wieder die Qualität bzw. der Inertia-Anteil, den die entsprechenden Daten hier tragen. Ups, das war ein Klick zu weit. Wir können spezielle Units und Types markieren. Doppelklick auf die entsprechenden Units an Wahl und diese werden hier hervorgehoben in der Darstellung. Wir können das wieder zurückstellen über Normal Attributes und über Mark Phases können wir ebenfalls bestimmte Bereiche auswählen, über Doppelklick jeweils. Und diese werden dann, können dann entsprechend so verändert dargestellt werden, sodass man hier Phasen zum Beispiel abgleichen kann. Ich gehe wieder zurück auf Normal. Wenn wir jetzt die Daten hier exportieren wollen, können wir sie entweder versuchen zu drucken und das Ganze über einen PDF-Drucker zu schicken. Wir können eine Bitmap erzeugen, also eine einfache Rasterdatei, oder wir können das Ganze exportieren, wiederum als Bitmap oder als Metafile. Das wäre dann eine Vektordatei, die wir mit anderen vektorbearbeitenden Funktionen weiter verarbeiten können. Die Zahlenwerte, die sich aus der Korrespondenzanalyse ergeben, also die einzelnen Koordinaten unserer Fundstellen und unserer Variablen, wären hier über Diagnostik zu finden. Da kommen wir an dieser Stelle nicht heran. Und jetzt ein kleines Experiment. Über View, Daten, haben wir hier Grabe 01 DIA, da ist die Diagnostik drin. Und auf diese Art und Weise können wir diese Daten hier wieder auslesen, wo einerseits ein Qualitätsmaß drin steckt, das von WinBSP erzeugt wird, die Masse. Innere bin ich leider auch überfragt. Die Komponentenladung, also die Positionen auf den einzelnen Achsen, die Korrelationen und ähnliches. Das können wir hier also auch mit ablesen, beziehungsweise die einzelnen Koordinaten etwas weiter unten in der Tabelle, die finden sich dann in diesem Bereich. Und auch diese kann man dann entsprechend markieren in die Zwischenablage überführen und dann zum Beispiel in ein Tabellenkalkulationsprogramm der Wahl überführen und dort vielleicht weiterarbeiten. Wie gesagt, das waren nur einige Möglichkeiten von WinBSP. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Seriationen aus der Korrespondenzanalyse zu erzeugen, indem ich unseren gecheckten Datensatz hier anwähle, beziehungsweise Seriationen direkt auszuführen oder da wir eine Korrespondenzanalyse bereits ausgeführt haben, diese auch als Seriation darzustellen über Display, über dieses Anzeigeprogramm CA-Seriation.
Der analysierte Datensatz wird hier wieder ausgewählt. Und wir werden gefragt, was wir angezeigt bekommen möchten. Auf der Y-Achse die Typen, auf der X-Achse dann die entsprechende Seriation. Das ist soweit ganz gut. Und die Seriation ist hiermit dann durchgeführt. Wir sehen sozusagen wieder, was möglicherweise das Jüngste, was möglicherweise das Älteste ist, je nachdem, wie gut jetzt tatsächlich Zeit auf unserer ersten Korrespondenzanalyseachse dargestellt wird. Das lässt sich entsprechend hier auch auswählen, welches der X, welches der Y-Komponent ist, welcher dargestellt werden soll auf der Achse, also aus welchem wir unsere zeitliche Information herausziehen wollen. Wie gesagt, alles Weitere ließe sich über die Hilfe von WinBASP herausfinden oder über besagtes Skript von Frau Kneisel. Und das war's für